So wie früher, wisst ihr noch? Na, egal, Vlogzeiten und so. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielwiel-Kanal. Leute, heute steht eine coole Challenge an, und zwar die 24 Stunden TikTok-Essen-Challenge. Ja, also wir werden jetzt nicht TikTok irgendwas, was ein TikTok-Logo oder sowas hat, essen. Nein, nein, also ist es ein bisschen anders. Ich erkläre euch die Regeln. Natürlich ist diese Challenge für uns alle drei. Ich bereite diese Challenge für mich vor, für Kati und auch für Nina. Wie sieht die aus? Es ist so ähnlich eigentlich wie bei unserer Slime-Challenge. Ich habe verschiedene Clips vorbereitet. Ich weiß aber leider nicht mehr, was ich in diesen Clips sage. Deswegen ist das auch für mich ein bisschen so der Überraschungseffekt. Und da werde ich dann immer sagen, was wir zum Beispiel zum Frühstück essen, Mittagessen oder zwischendurch oder zum Abendessen. Ne? Das ist sozusagen die 24-Stunden-TikTok-Challenge. Die geht natürlich den ganzen Tag, aber ich habe die Regeln etwas gelockert, weil es ist sehr, sehr warm momentan. Das heißt, jeder darf zwischendurch trinken, was er will. Und wenn ich bei dem einen oder anderen merke, dass er heute ein bisschen wenig gegessen hat, weil das kann wirklich der Fall sein, dann darf man zwischendurch auch was anderes essen, außer TikTok essen. Ne? Wir gehen jetzt in die Küche und ich zeige euch mal, was ich fürs Frühstück vorbereitet habe. Let's go! Tolles Frühstück, oder? Natürlich darf Brot nicht fehlen. Kellogg's. Wir haben einmal hier die Cineminis mit einer meiner Lieblings-Kellogg's. Die Unicorn Fruit Loops sind schon Dauergast bei uns. Darf natürlich nicht fehlen. Wir haben Milch, Wasser. Dann haben wir hier ein bisschen exquiser Kräuter, habe ich besorgt. Und Philadelphia, mein Lieblingsfrischkäse. Und dann gibt es auch noch Chips. Ja, das kann auch sein, dass das hier jetzt zum Frühstück verspeist wird. Wer weiß? Ich habe das jetzt für uns drei vorbereitet. Nina und Kati sage ich jetzt Bescheid, dass es Frühstück gibt. Und ihr habt schon gesehen, es kann sein, dass es gutes, normales Frühstück gibt. Oder auch vielleicht ein bisschen was anderes. Wer weiß, da bin ich mal echt gespannt, wenn sie das sehen werden. Naja gut, wir sehen uns jetzt sofort. So, ich warte auf die beiden. Ich hoffe, sie kommen mal langsam. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch schon die TikTok-Clips vorbereitet. Ah, da sind sie schon. Perfekt. Ich habe die TikTok-Clips ja vorbereitet auf meinem eigenen Profil, kan-xy. Wenn ihr wollt, könnt ihr das abchecken. Und ihr könnt gerne zum Frühstück hier hinkommen. Ja, einer kann sich da hinsetzen, der andere da. Ja, ich geh hier rüber. Ja. Was gibt's denn heute? Hier könnt ihr euch ja mal anschauen. Chips im Frühstück? Die gab's auch bei 24 Stunden Regenbogen essen. Die kenne ich. Ja, das ist, so habe ich schon gesagt, ist unser Dauergast, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, die ist ein, also haben wir hier ständig. Ja. Also es ist eigentlich fast. Oh, Cineminis habe ich schon voll lange nicht gegessen. Es ist eigentlich fast wie ein Standardfrühstück. Ihr wisst, wir machen heute die 24 Stunden TikTok Challenge. Ich habe den Leuten aber auch schon erzählt, dass es heute etwas gelockerte Regeln gibt, ne, weil es so warm ist. Dürft ihr natürlich zwischendurch auch was trinken, da werde ich euch nicht überprüfen. Und wenn es so sein sollte, weil das kann heute wirklich sein, dass ihr ein bisschen wenig oder einer von uns ein bisschen wenig essen sollte, weil das kann halt bei der TikTok-Challenge passieren, dann dürft ihr auch zwischendurch was essen. Da bin ich ein bisschen locker. Nicht so wie ihr, die sagen, nö, es geht nur Rossmann essen oder Regenbogen essen. Ihr könnt auch zwischendurch, wenn es hart auf hart kommt, Leute, was anderes essen. Okay. So, wir starten jetzt. Wie läuft das? Das läuft eigentlich wieder bei der... Dürfen wir uns das aussuchen? Nein, natürlich nicht. Es ist ja die TikTok-Challenge. Ihr werdet mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 8 sagen, ne? Und dann dürft ihr euch euer Frühstück dementsprechend auswählen. Und ich würde sagen, Kati darf starten. Zahl zwischen 1 und 8, ich nehme die 7. 7? Welche Zahl nimmst du? 5. Dann nehme ich die 2. Okay, bei dir war es die 7. Mhm. Dann gucken wir uns jetzt, Claudio, am besten hinter Kati. Schauen wir uns mal die 7 an. Frühstück. Ich sehe ja jünger aus. Klasse, gefällt mir. Und weißt du, was mir auch gefällt? Dass du jetzt Kellogg's mit Wasser essen darfst. Also Fruit Loops, die hier oder was? Da darfst du dir gerne aussuchen. Okay, dann nehme ich die. Aber mit Wasser, genau. Wie geht, wie ekelhaft ist das denn? Für Kathi scheint das kein Problem zu sein. Mit O-Saft ist auch voll eklig. Oder mit Kakao. Ja, lieber mit Milch, aber ich probiere das mal. Probier das mal. Also habe ich noch nicht gekriegt. Welche Zahl hattest du? 5. Du hattest die 5. Oh, ich weiß leider auch nicht mehr, was ich in den Clips gesagt habe. Ich wünschte es, aber ich habe es gestern irgendwann gemacht. Die 5, ne? Mhm. Dann schauen wir uns doch mal die 5 gemeinsam an. Siehst du, kein Filter, gar nichts. Ganz, ganz klassisch. Mhm. Klassisches Video, wie ein klassisches Frühstück. Also mit Brot und Aufstrich. Ja. Keine Kellogg's für mich. Ich hätte gerne die Cineminis. Ja, du darfst entweder Philadelphia oder Exquisa und natürlich ein Brot gönnen. So, und welche Nummer hatte ich nochmal, Claudio? Die 2, ne? Die 2. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich zeige euch das. Ich zeige, bleibt da, bleibt da. Kann ich nur ein halbes Brot nehmen? Oh, ich sehe schon wieder so komisch aus. Oh. Und weißt du, was ein komisches Frühstück eigentlich ist? Chips, ja. Chips. Ja, wow, danke. Ganz ehrlich, auf Chips hatte ich heute Morgen irgendwie nicht so viel Lust. Ich hätte ganz ehrlich, ich hatte richtig Lust auf die Cineminis. Ja, ich irgendwie. Ich habe sie. Ich mit Wasser, aber... Ja, wie du willst.
Ich habe mich echt gefragt, was diese TikTok 24-Stunden TikTok-Essen Challenge auf sich hat. Ich dachte, es gibt so Sachen, die Leute bei TikTok häufig essen. Also ich dachte, das ist ja sowas. Nee, es gibt glaube ich auch nichts, was bei TikTok häufig gegessen wird. Also ja, das dass mir es relativ so Challenges gibt oder so. Nein. Weißt du, so Donuts. So, als erstes... ich bin schon dabei, mir meinen Frühstück vorzubereiten. Schauen wir uns mal das Essen von Kathi an. Was habt ihr eigentlich? Es gibt doch bestimmt komische, ich sag mal, Sachen, die man mit Kellogg's gegessen hat. Also Kellogg's mit Milch ist ja Standard. Aber was habt ihr vielleicht probier gegessen? Probier mal, ne? Ekelhaft. Ja. Fehlt irgendwie die Milch. Ja. Schmeckt irgendwie so ein bisschen. Kann ich das nicht essen. Chips zum Frühstück ist eigentlich nicht empfehlenswert. Das sind diese Donuts. Ich dachte mir, das ist vielleicht so witzig. Donuts zum Frühstück gehen ja noch, aber so Chips-Donuts. Also hat es mich eigentlich am besten getroffen, ne? Ich habe ja nur ein Brot. Das ist ja echt wenig spektakulär. Darf Standard essen. Es schmeckt jetzt so, na gut, wässrig, wie man sich denken kann. Irgendwie, als ob der Geschmack so abgewaschen wurde. Und wollen wir die Regeln auch heute ein bisschen lockerer haben? Ich glaube, Kathi, du hast heute auch schon eine Do-It-Yourself-Challenge mit Eva aufgenommen, ne? Mhm, ja. Da wurde auch schon ein bisschen gegessen, deswegen bin ich da ein bisschen lockerer. Zumindest ist die Hauptmahlzeit, ne? Innerhalb des Tages werden TikTok essen. Oh, ich frag mich, was das ist. Boah, jetzt guck mal bitte hier das Wasser an. Das sieht doch nicht schön aus. Nee. Sieht ein bisschen eklig aus. Also mit meinem Chip bin ich eigentlich relativ zufrieden, wenn es jetzt nicht so früh am Morgen wäre. Gibt Besseres auf jeden Fall. Ich kenne diese Donuts gar nicht. Also ich bin einigermaßen zufrieden, aber ich habe auch schon gegessen, deswegen esse ich jetzt nicht so viel. Das Coole bei denen ist, die sind so, ich liebe ja süß und salzig, die sind mit Karamellgeschmack. Cool. Könnt ihr einmal später essen, wenn ihr wollt. Ich habe ja gesagt, heute bin ich sehr, sehr... Oh, Karl, ist ja so nett. Ich bin heute nicht so streng. Mal so. Nein, okay. Wirklich nett von dir. Aber versucht trotzdem jetzt durchzuhalten bis zum Mittagessen. Da treffen wir uns dann wieder und da gibt es auch die ein oder andere Überraschung und bestimmt auch für euch. Wir sehen uns beim Mittagessen, ja. Für euch sind das nur ein paar Sekunden, für uns ein paar Stunden. Es wird Zeit für das Mittagessen. Komm nach unten, Kathi und Nina sind auch schon da. Kannst kaum erwarten. Hunger. Oh, ich will diese Pommes da hinten ich haben. Ich auch. Entweder mit Mayo oder mit Ketchup. Die riechen auch gut. So. Auf weniger lasse ich mich nicht ein. Bei dem Mittagessen gibt es natürlich auch wieder etwas veränderte Regeln. Ne? Ist ja klar, sonst wäre es nicht eine Challenge von mir, wenn ich hier mal da wieder was ändern würde. Ihr habt sogar die Möglichkeit, einen zweiten Clip anzugucken. Das heißt, wenn ihr mit dem ersten nicht zufrieden sein solltet, habt ihr die Möglichkeit, einen zweiten Clip anzugucken. Das kann aber natürlich auch sein, dass ihr was Schlechteres bekommt. Oh, das heißt, wenn ihr einen Salat bekommt und ihr möchtet eigentlich die Pommes, dann kann es sein, dass ihr wieder die Chips bekommt. Ja, auch beim Mittagessen sind die wieder dabei. Ne? Okay, für welche Zahlen entscheidet ihr euch? Es ist wieder 1 bis 8. Wir hatten letztes Mal angefangen. Kathi hat gleich angefangen. Ja. Soll ich diesmal anfangen? Ja. 1 bis 8? Ja. Ich bleib bei 5. Welche Zahl willst du? Merk dir deine Zahl. Ich nehme die 1. Ich nehme die 7. Wobei, macht er zweimal bei 5 was Gutes? Okay. 5 Mittagessen. Wo ist denn mein TikTok-Clip? Oh, das ist ein sehr witziger. Ist das gut? Ja. Sieht aus wie eine Orange. Hi. Das sieht ja cool aus. Was bin ich? Eine Orange oder Mandarine? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit Bart. Okay. Wie wär's mit dem Salat? Passt irgendwie ganz gut. Okay, Nina. Hi. Also. Du kannst beim Salat bleiben oder dich gleich für eine weitere Zahl entscheiden. Direkt? Ja, du musst dich jetzt entscheiden. Ich nehme 3. Du nimmst 3? Okay, dann gehen wir direkt zu 3. Wir ziehen bei Nina durch. Die 3 ich hast du gesagt. Ich will den Salat, ich will die Pommes! Okay, 3. Das ist wie in der Gameshow hier. Wow. Also vielleicht hatte ja schon einer Glück von euch, zum Frühstück Chips zu essen. Jetzt zum Mittagessen gerne auch nochmal. Nein! Ja! Nina, tut mir leid. Das heißt, die Chips landen bei dir. Ich will die Pommes essen. Hoffentlich kriege ich die Pommes. Toll. Du hast die 1? Ja. Okay, gut. Dann Mittagessen 1. Wo bist du? Mittagessen 1. Oh, sieht cool aus. Claudia? Schmeckt's, Nina? Nö. Wie wäre es mit einem richtig tollen, klassischen Mittagessen, wie bei Mama zu Hause? Ja, schnapp dir Joghurt. Und das ist auch das Einzige. Das ist doch irgendwie bei Mama. Bei meiner Mama gibt es immer richtig tolles Essen. Ja, vielleicht war das ja der Witz dabei. So, Joghurt oder weiter? Ich riskiere es auch. Okay. Ist die 8 noch frei? 8 ist noch frei. Ja, komm, 8. Hoffentlich ist Salat. Welche Zahl hatte ich denn gewählt? Wisst ihr das noch? Du hattest eben... 7. 7? 7. Okay, 8. Irgendwie passiert nichts. Kein Filter, gar nichts, wieder langweilig. Deswegen wird es Zeit für ein spannendes Mittagessen. Ja, Chips! Yeah! Ja! Ich muss mir sogar
Nein! Das Witzige ist, es gibt zwei Clips, die halt Chips beinhalten. Oh. So, und du hast ja Joghurt, das heißt, entweder bekomme ich Salat oder Pommes. Ich hätte lieber den Joghurt genommen, dann. Welche Zahl hatte ich jetzt nochmal? Sieben hatte ich, ne? Sieben Mittagessen. Ich weiß wirklich nicht, was ich da gesagt habe. Okay. Sag es keinem weiter, aber du darfst jetzt mein Lieblingsessen essen. Ja! Du weißt ganz genau, was ich meine. Pommes! Ja! So, und natürlich kann ich nichts riskieren, denn ich habe Hunger. So, der Salat, der bleibt anscheinend Claudio. Kannst du mir gleich gerne gönnen? Ich nehme mir hier die. Wir haben Pommes. Beide Pommeskarte, wir haben sowas von abgelöst. Mit Mayo. Ich nehme dir noch mal ein bisschen Chips. Aber bist du schon satt? Schmeckt's? Nö. Darf ich es an die Pommes riechen? Darfst du gerne machen. Guck mal, jetzt war ich schon zu sabbern hier. Das ist eine 24-Stunden-TikTok-Challenge. Guck mal, hier auch. Ja, wir sind heute mit den Ringen. Trotzdem, die Pommes sind für mich. Vielleicht werde ich ja hinter der Kamera ein bisschen netter, wer weiß. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, guck mal, jetzt fange ich schon wieder an. Das Essen fällt mir aus dem Mund. Ich habe ja schon zu Anfang gesagt, falls es so sein sollte, dass der ein oder andere ein bisschen wenig also zu essen bekommt, dann bin ich auch bereit, ein bisschen was abzugeben. Aber jetzt erstmal, es liegt meine Pommes. Ich darf noch heimlich Pommes essen. Und ihr könnt eure Chips essen. Und wir sehen uns dann zwischendurch auch noch mal. Ich komme noch mal mit Snacks und so vorbei. Keine Sorge. Cool. Leute, guckt mal, wo ich bin. Ich bin im alten Challenge-Studio. Ihr kennt es noch, oder? Vielleicht werden wir die ein oder andere Challenge hier noch mal drehen. Wer weiß, und ich in der Wolke. Mal gucken. Heute sind wir aber da, um ein paar, ne? Snacks zu verspeisen. Ich habe den beiden Bescheid gegeben und natürlich lassen sie sich das nicht nehmen. Also, das sind Nina und Kathi, als ob sie sich sowas hier nehmen lassen. Also wir haben hier zum Beispiel Kinderriegel, wir haben ein paar Süßigkeiten. Okay, Fisherman's Friend, das ist vielleicht eher eine Bestrafung für den einen oder anderen. Und diese Dinger, die mag ich besonders. So gut, besonders bei diesem Wetter. Wir haben in der Zwischenzeit wieder ein paar Challenges aufgenommen. Also mittlerweile ist es wirklich sehr, sehr anstrengend. Es gibt noch das Abendessen. Na, da gibt es auch noch mal so was Spezielles. Na, das kommt jetzt kurz danach. Also so lange werden wir auf das Abendessen gar nicht warten hier bei uns. Aber jetzt gibt es erstmal die Snacks. Wo bleiben die denn überhaupt außerdem? Hallo. Ja. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Hallöchen. Freut euch eigentlich, dass wir heute mal im alten Studio drin sind? Oh, ich sehe was Leckeres. Kathi? Freust du dich mal wieder im alten Studio zu sein? Hallo, ich freue mich sehr. Mein Name ist Kathi. Ich habe es auch ein bisschen vermisst. Was wir hier für witzige Challenges gemacht haben. Wir haben das schon gesehen, ihr seid tatsächlich jetzt die Letzten, die das hier sehen dürfen. Das sind unsere Snacks hier in der 24-Stunden-TikTok-Challenge. Okay. Und natürlich läuft das hier ab wie beim Frühstück. Das heißt, ihr habt keine zweite Chance. Ne, sondern es gibt einen Snack, ne, und der muss direkt entschieden werden. Das sind aber nicht eklige Bohnen hier, ne? Nein, nein. Gott sei Dank. Okay, Nina, du darfst jetzt als erstes direkt... Nee, Kathi. Ach, Kathi, stimmt. Nina war beim Mittagessen. Ich bin schon beim Mittagessen sehr ausgegangen. Ja. Ich nehme... Wie viele Zahlen gibt es? Acht? Bis acht wieder, okay. Genau. Vier. Vier. Dann schauen wir uns mal vier an. Ach nee, das ist eins, sehe ich gerade. Nein! Oh, jetzt ist das... Warte. Ja, Vier hast du, ne? Ja. Okay, hier. Schön, oder? Wenn es mich dreimal gibt. Grüßt euch, die Drillinge Kahn. Naja, okay. Schnappt ihr jetzt erstmal Kinderriegel. Oh, das habe ich mir gewünscht. Ja. Ja, du darfst dir hier die Kinderriegel schnappen. Die ganzen? Ja. Alle. Guck mal, Kathi hat sich auch schon das Tablett hier gegönnt. Ich dachte, du willst mit uns hinwirken. Kathi hat einfach alles und möchte einfach nichts abgeben wahrscheinlich gleich. So, okay, komm, dann setze ich mich hin. In die Mitte. Und ich meine, es soll nur gut. Ich darf mir auch eine Zahl aussuchen, ne? Ja, welche Zahl willst du denn? Ich bleib bei 5. Bei 5? Ja. Snacks 5, wo habe ich das denn? Habe ich das überhaupt gemacht? Oder habe ich das überhaupt? Na, hier. Okay. Wir machen es mal so. Ne, wir machen es mal so. Da? Da, 5 Snacks. Dein Ernst? Ich sehe ja fast aus wie Samira. Ist doch cool. Na egal, du darfst jetzt auf jeden Fall Fisherman's nehmen. Oh, ja. Das ist aber nicht mein Liebling. Ja. Was hast du denn da? Na, welches hättest du gerne? Cherry und ich glaube, die anderen sind sehr, sehr... Salmiakig. Ach nee, die sind eher so salzig, glaube ich. Die schmecken eigentlich... Ja, Lakritz, oder? Ja, so, ja, genau. Ist ja ein bisschen salzig, glaube ich, Lakritz immer, ne? Ich nehme Cherry. Cherry! Ich habe gleich meinen ersten Kinderriegel schon aufgegessen. Okay, ich übergebe dir kurz die Kamera.
Ich muss ja jetzt auch einen Snack wählen. Du weißt doch eh, was es ist. Nein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe die gestern aufgenommen, die Dinger. Ich sag Nummer 1. Ich nehme Snack Nummer 1. Ich tue alles wieder zurück. Und den Müll auch. Ach, das ist jetzt das. Also, das hätte ich lieber nicht gewählt, weil jetzt darfst du dir Fisherman's gönnen. Gegen schlechten Atem. Also, ja, wobei, habt ihr wohl beide frischen Atem? Ich nehme jetzt tatsächlich mal die hier, weil Cherry weiß ich, wie die schmecken. Bist du eigentlich so ein Fisherman's Friend? Oder geht. Eher nicht? Es geht. Oh, guck mal, die sehen auch. Ich glaube, ich würde eher Kaugummi nehmen als so Pastillen. Mmh. Boah. Die kenne ich. Die schmecken ja absolut nicht. Also, ich darf mir auch das andere Fisherman Friend nehmen. Hinterher. Dann ist das so ein Mix aus Cherry und ist Salz. Ist das jetzt die Bestrafung quasi? Ja, eigentlich schon. Wie riechen die denn? Boah. Doch, ich erinnere mich an die. Die sind voll eklig. Bäh! Sind ganz eklig. Kriegen wir dann was von den Kinderriegeln ab, Kathi? Nee. Soll ich jetzt nett sein, oder? Ich meine, ihr werdet später beim Abendessen noch sehen, was mit dem Pommes und so passiert ist. Bitte. Na? Müssen wir nochmal... Nein, jetzt nicht. Vielleicht später. Müssen wir noch eine Zahl nennen? Nein, jetzt nicht. Das waren die Snacks. Hier, Nina. Willst du? Nein, Nina kriegt auch nichts. Sie kriegt auch nichts. Ich hab wahrscheinlich Snacks. Wir gehen jetzt, nicht jetzt, sondern wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter, müssen noch ein paar Videos drehen. Ne, wir sind noch nicht ganz fertig für heute. Und dann gibt es nochmal ein Abendessen von mir. Und dann sind wir mit der 24-Stunden-TikTok-Challenge zumindest hier durch. Ich vertraue auch, dass ihr das zu Hause auch noch weitermacht. Hoffentlich muss ich dann nicht Fisherman's Friend mit Wasser essen oder so. Wie sollen wir das denn zu Hause weitermachen? Dafür brauchen wir doch deine Videos, Karin. Die musst du schicken. Stimmt, dann müsst ihr halt bis übermorgen warten. Immer wenn ich hungrig bin, schreibe ich so, Karin, das darf ich jetzt? Ja, genau. Ich will die Nummer 6 aber gleich auf TikTok. Gleich, für euch gleich kommt jetzt erstmal das Abendessen. Willkommen beim Abendessen, ein paar Stunden später. Guck mal, die beiden sind schon sowas von bereit und... Ich hab Angst. Wir sehen ja schon alle. Ich hab doch schon bei den Snacks gesagt, es ist was mit der Pommes passiert. Schaut mal bitte, eigentlich hatte ich ja nur die Pommes, ne? Warum sind die denn schon weg? Naja, Karin, du bist aus dem Zimmer gegangen und dann waren hier so ein paar Straßenhunde. Und die haben dann die Pommes gegessen. Warum? Das war Familie Vogel. Ich habe das genau gesehen. Ich kam rein. Ja, ist und da, okay. Ist war okay. Familie Vogel und hat sich das weggezogen. Ist in Ordnung. Wenn einer nicht schimpft, wenn es mit den Regeln ein bisschen locker ist, dann bin ich das wohl. Na, also könnt ihr ruhig zugeben, dass ihr das fand. Und auch wenn nicht, ist nicht schlimm. Bei dem Duft, ne, von den Pommes, da kann man gar nicht widerstehen. Jetzt kommen wir zum großen Finale. Wie ihr sehen könnt, ist es eigentlich nichts Neues dabei. Na? Sondern jetzt kann es alles treffen. Doch, Erdbeermarmelade, die gab's. Doch, die hatte ich eben auch schon, glaube ich. Nee, zum Frühstück gab es die nicht. Dann kann es sein, dass die vielleicht neu dazugekommen ist. Ein paar Sachen sind schon weg, zum Beispiel auch die Salate sind schon weg. Warum das? Wissen wir auch nicht genau. Na, ein Salat war ja bei mir, was ist mit dem anderen los? War das, glaube ich. Claudio vielleicht, wer weiß. Jetzt müsst ihr bei der Zeit... Wir konnten uns ja auch nicht nur von Chips ernähren. Ja, ich hatte ja gesagt, es war alles ein bisschen locker heute bei der 24-Stunden-Challenge. Ihr müsst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 22 sagen. Oh, okay. Und es ist wie beim Mittagessen. Ihr könnt sozusagen ne, zweimal wählen. Weil die Chance relativ groß ist, was Schlechtes zu bekommen. Und denkt daran, dass euer Abendessen, danach gibt es nichts mehr. Ne? Also danach bin ich schon ein bisschen, ne, wäre ich schon sauer, wenn ihr danach noch was essen würdet. Okay. So, Nina, du darfst als erstes eine Zahl zwischen 1 und 22 wählen. 13. Haben Sie noch? Oh ja. Das kennst du eigentlich. Claudio? So, da ist es. Du kannst am besten auf das Cover da klicken. Sieh mal einer an, wer mich gewählt hat. Hast du gut gemacht, denn jetzt hast du freie Wahl. Wow! Hey! Willst du es tauschen? Ja. Nein. Ja, du hast freie Wahl, aber auch nur eins, ne, zum Abendessen. Das du kannst das klassische Abendbrot nehmen. Du kannst... Ich möchte Cineminis essen. Ja, okay, hier. Dann schnappt ihr die Cineminis. Aber hier ist kein Löffel, doch, ist ein Löffel. Doch, ich habe extra mit was mitgebracht. Die Pommes packt mit Milch. Wie ich, mit Wasser. Okay, Kathi, welche Zahl wählst du? Ich wähle. Wie viel bis 22? Bis 1 bis 22. Auswahl ist groß. 21. Okay, das hatten wir heute auch schon. Aber. Oh, das alte wieder. Ich sehe ja jünger aus. Klasse, gefällt mir. Weißt du, was mir auch gefällt? Dass du jetzt Kelloggs mit Wasser isst. Ach, das habe ich doch schon gefrühstückt. Du hast aber eine zweite Möglichkeit, ne? Ja, nochmal dann. Okay. Welche Zahl? Jetzt nehme ich... 7. Oh, Nina hat Hunger. Nina ist schon am Essen. 7? 7, ja. Okay. Siehst du? Kein Filter, gar nichts. Ganz, ganz klassisch. Klassisches Video, wie ein klassisches Frühstück. Also mit Brot und Aufstrich.
Ach, das hatte Nina noch heute Morgen. Genau. Mhm. Und es ist eigentlich jetzt wie ein normales Abendbrot, ne? Ja, das ist in Ordnung für also mich. Wie beim Frühstück kannst du jetzt auch du hier... Du hast keinen Teller. Ich glaube, ich habe einen Teller vergessen, oder? Ja, ich habe das in der Hand. Sonst hast, geil. Du, sonst hast du hier noch ein Tablett. Nee, ich habe hier eine Hand. Tritt sich fest, die macht sowieso keiner sauber. Okay, dann bleibt ja eigentlich nur noch, ich über. Weißt du was? Damit wir ein bisschen spannend machen. Claudio, sag mal eine Zahl für mich. 14. Okay, Claudio sagt 14. Und wir schauen uns das jetzt gemeinsam mal an. Ich mach mir ein Marmeladenbrot. Sag es keinem weiter, aber du darfst jetzt mein Lieblingsessen essen. Du weißt ganz genau, was ich meine. Pommes! Ja, siehst du! Guck mal, ich hätte jetzt zum Abendessen nochmal Pommes essen können. Aber weil die beiden das hier schon weggegessen haben anscheinend, oder Familie Vogel, ja, musst du noch eine Zahl sagen. Man darf ihn nicht unbeaufsichtigt stehen lassen. Noch eine Zahl, Claudio? 21. Hatten wir doch schon. Nein, natürlich nicht. Guck mal, der versteht die Regeln gar nicht, der Typ. 18. Okay. Aus dem Grund ist er nicht Teil des Kanals. Mensch, hast du ein Glück? Guck mal, wie oft du mich heute sehen darfst. Sogar hier auf dem Filter. Und weil du so viel Glück hast, darfst du jetzt auch Pommes essen. Ja, danke! Nochmal Pommes! Und nein, kann doch gar nicht. Heißt das, ich gehe jetzt leer aus? Nein, ich darf nochmal eine weitere Zeit. Nina einfach, ja. Wieso hätte er zwei Chancen? Ich möchte nicht, dass Ja, aber die beiden Sachen gibt's oder ja nicht. Oder willst du noch mit meinem Bruder abholen? Nein. Okay, noch eine weitere letzte Zahl. Ey, diese TikTok-Challenge. 9. Hab doch irgendwas. Passiert nichts. Kein Filter, gar nichts wieder langweilig. Deswegen wird es Zeit für ein spannendes Mittagessen. Ja, Chips. Ah, danke, Claudio. Ganz froh sein, dass wir nicht aufgegessen haben. Ja, Claudio, ich hatte doch Chips schon zum Frühstück. Ja, es ist eigentlich wie dein Frühstück, ist auch mein Frühstück jetzt. Ja gut, okay, zum Abend nach Pommes geht auch Chips noch heute Abend. Was hattest du eigentlich heute Morgen auf deinem Brot drauf? Philadelphia. Oh. Und weiter wundert, dass ich was Neues anhabe. Also wir haben ja noch ein paar Videos aufgenommen und das andere Ding war so durchgeschwitzt, das wollte ich euch ehrlich gesagt nicht mehr antun. Wie? Ja. Das ist nett. Es gibt zwar kein Geruchstablet oder sowas, aber... Extra zum Abendessen hat sich gar noch mal schick gemacht. Und was sagt ihr zu der heutigen Challenge? Ja, lecker. War ganz schön verrückt. War bestimmt verrückt, ne? Vor allem die Pommes. Am ekligsten war doch bestimmt die Cornflakes, oder nicht? Die schmeckten halt nach gar nichts einfach, weil das Wasser hat halt den Geschmack abgewaschen. Also mir hat es lecker geschmeckt. Ich habe auch eigentlich nur leckere Sachen bekommen. Obwohl, ich hatte ja auch Chips eigentlich. Aber ich habe auch, naja gut, ich gebe es. Ach ja, die Kinder hier, die durfte ich doch mit nach Hause nehmen. Hier ist noch einer. Hast du doch gesagt, ne? Ja. Ja, bitte. Eigentlich nicht. Mir ist auch aufgefallen, ich habe selber auch gemogelt. Weil ich den Salat auch gegessen hatte. Den hattest du auch nicht? Nein, den hatte ich auch nicht. Was hattest du denn? Pommes? Ist mir später aufgefallen. Ich hatte Pommes. Ja, ich habe von der Pommes ein bisschen gegessen. Dann wollte ich Salat und da ist mir irgendwann eingefallen, ich darf doch gar keinen Salat. Ihr merkt es, Leute. Heute ist die 24-Stunden-Challenge ein bisschen anders gelaufen. Ihr könnt trotzdem in die Kommentare schreiben, ob euch diese Challenge heute gefallen hat. Mir hat es mal wieder Spaß gemacht. Ich mag das schon mit diesen TikTok-Filtern und Instagram und alles. Kahn hat super lecker für uns gekocht. War super. Nee, auch richtig lustig. Also mir hat es gefallen. Leute! Diese TikToks sind natürlich privat auf meinem Profil, ne? Also die werdet ihr da nicht finden, ist ja klar. Ne? Wenn es euch trotzdem Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, überhaupt kein Problem. Lasst gerne ein Abo da, kommentiert fleißig, aktiviert die Glocke und schaut weitere Videos, wenn ihr wollt. Oder auch Instagram, Spiel mit Kinderspielzeug, Kahn-XY, Kati-Karacho und Nina-Naklar. Jetzt war's aber, ne? So, und wir gehen jetzt nach Hause und ganz wichtig, bis morgen früh wird nichts gegessen. Ja, ist in Ordnung. Ich werde es auf Instagram bei dem probieren. Tschüss. Ciao. Tschüss.